Es geschah zu einer unbestimmten Zeit im Garten Eda, es regnete vom Horizont, Blutstropfen herab und Sperma fielen ins Wasser, sie verschlossen sich zu einer festen Zelle, die mit der Zeit immer größer wurde, sie schwebte auf der Oberfläche, mit der Zeit entwickelte ich mich aus dieser Zelle, die fest umschlossen von Schaum war, am Tage meiner Geburt ging ich an der Küste von Zypern an Land, dort empfingen mich die Huren, sie tanzten gleich mit ihren Blütenkränzen auf dem Kopf um mich herum, während ich mich noch nicht fest auf den Beinen stand, dabei nahmen sie mich gelegentlich an die Hand, schmückten mich mit Blumenkränzen und legten mir ein leichtes Gewand um die Schultern, auf dem Weg zum Volk, sie wollten unbedingt, dass ich ihnen gefiel und von ihnen akzeptiert werde, als wir schließlich an der Pforte ankamen, öffnete diese uns ein gut aussehender Knabe, sein Name war Ares, gleich waren wir Feuer und Flamme füreinander, mein Herz schrie förmlich nach ihm, wir schauten uns für eine Weile, tief in die Augen, ehe ich mich versah, zogen die Huren an meinen Händen und führten mich ins Schloss, alles war so prachtvoll, jeder Mauerstein aus einem anderen Diamanten, Rubin, Smaragd, Gold, Edelstein, Silber, Bronze, die unglaublichsten, wunderschönsten Steine, deren Namen mir entfallen sind, da mir ihr Antlitz aber noch vor Augen ist, kann ich den Traum von tausend und einer Nacht nicht vergessen, neben mir tuschelten die Huren, hoffentlich wirft Zeus sie nicht in die Halle, sie soll mit ihrem Körper das Volk befriedigen können, bitte, Herr. Zertrete sie nicht, Herr, lass sie dir wohl gefallen, sie führten mich in ein Zimmer, während ich dort auf den Vater wartete und er von meiner Geburt erfuhr, schaute ich mich im Zimmer um, das Bad war aus Ebenholz, die Matratze bestand aus Wasser, die Wäsche war reinste Seide, der Schrank aus Kirschbaumholz, in der Ecke stand ein Kosmetiktisch, es grenzte an ein Bad. In der Mitte stand ein großer Poll, links davon ein Kleiderschrank mit sämtlichen Textilien, links davon ein Schrank mit Kosmetikprodukten, gegenüber die Toilette und in der anderen Ecke das Waschbecken, dort im Badezimmer befand sich eine weitere Türe, als ich diese öffnete, war dort alles finster, ich steuerte förmlich gegen einen wunderschönen Knaben, der gerade von seinem Schreibtisch aufstand, die Hände über den Kopf zusammenschlug, Herr mein Schreck, das darf nicht geschehen, er wird etwas verstört, als er mich ansah, lief es mir heiß und kalt zugleich, den Rücken runter, seine Augen waren finster, seine Zähne spitz, er war blass und kalt, er reicht mir seine Hand, ich bin Thanatos, mit wem habe ich die Ehre, mein Fräulein Aphrodite, stotterte ich raus, obwohl er mir Angst einjagte, hatte er etwas an sich, was mich zu ihm zog, ich konnte dem nicht Herr werden, meine Sinne spielten verrückt, dann erblickte ich sie, die Bilder hinter ihm und sah deren Geschichte bildlich vor dem bloßen Auge, ganz oben befand sich das Bild von Nyx, etwas weiter entfernt aber dennoch neben ihr war Erebus, darunter in der Reihe war Hemera und Aitra, in der Reihe selbst, jedoch konnte ich diese nur Nyx zuordnen, befand sich ein Bild von ihm, daneben Hypnos, Oneiroi, Philotes, Conditio Humana, Moros, Momos, Oizis, Nemesis, Geras, Apate, Eris, Hesperiden und die Moiren, warum steht unter Thanatos, der sanfte Tod, jedoch konnte ich mir darüber kein Bild machen, den schon im nächsten Moment befand.
ich mich an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, ich schaute mich fragend um, betrachte das Ganze als eine riesige Höhle, mit mehreren Zimmern, zugleich einem Haus, in einem tiefen Tal, dort befand sich eine Frau, die alle Hände voll zu tun hatte, sie versorgte ihre Kinder mit ihrer Muttermilch, einige waren schon größer, während andere noch klein waren, wie auch immer, während Nyx ihre Kinder versorgte und jeder seine eigene Höhle hatte, spielten sie friedlich miteinander, Thanatos mit Hypnos, Kirin und Onairoi, jedoch noch bevor ich ihnen beim Spielen zuschauen konnte und verstand, was hier eigentlich gespielt wird, befand ich mich zu einer anderen Zeit immer noch in dieser Höhle, sie waren schon erwachsen und manch einer hatte von ihnen selbst schon Kinder, ich versteckte mich in einer finstern Ecke, und bekam etwas von der Sitzung der Kirin mit, warum sie dies und jenes tun müssen und warum sie die Aufträge ausführen müssen und zudem als Dämonen dastehen müssen. Zwar hatte ich das Gefühl, dass Thanatos bemerkte, dass ich mich in der Ecke verborg, da er stets dorthin schaute, wo ich war, aber zum Glück sagte er nichts. Was wohl passiert wäre, wenn er es gesagt hätte, will ich mir nicht ausmalen, ich war ein Teil von der Geschichte. Eine Statuette aus Marmor. Lessing sieht in der Ilde von so Gruppe eine Verkörperung von Hypnos und Thanatos. Thanatos ist der Gott des sanften Todes, seine Schwester Kerr ist die Göttin des gewaltvollen Todes, Hypnos ist Gott des Schlafes, Philotes ist Göttin der Freundschaft, Conditio Humana ist Göttin des Menschen und deren Natur, Moros ist Gott des Verhängnisses und des Untergang, Mumus ist Gott des Tadels und Schmähsucht, Oizis ist Göttin des Jammer und Elend, ihre Tugend ist schmerzhaft, Nemesis ist Göttin des gerechten Zorns, der ausgleichenden Gerechtigkeit, Apathe ist Göttin der Täuschung und des Betrugs, Geras ist Gott des Alters, Eris ist Göttin des Streit, Zank und Zwietracht, die Hesperiden sind Nymphen, sie singen hell, sie werden auch afrikanische Schwestern genannt, sie wohnen von Griechenland aus gesehen, im tiefsten Westen, dieser Wohnort verschob sich, im Laufe der Zeit, zu den drei Kontinenten Europas, Asien und Afrika, umfließenden Okeanos Atlantik, Moiren sind Schicksalsgöttinnen, die Attributen der Moiren ist ein Zepter, zudem trägt Pluto eine Spindel, Lachesis ein Losstäbchen und Globus, Atropos eine Schriftrolle und eine Sonnenuhr. Ihre Namen sind Pluto die Spinnerin, Lachesis die Zuteilerin und Atropos die Unabwendbare, Pluto schrägstrich Nummer 9 ist die Spinnerin, ihre Aufgabe ist es, den Lebensfaden zu spinnen, der von Lachesis bemessen und von Atropos abgeschnitten wird, Lachesis schrägstrich Dezima 10 ist die Zuteilerin, ihre Aufgabe ist es, die Länge des Lebensfadens zu bemessen, der von ihrer Schwester Pluto gesponnen und von Atropos durchtrennt wird. Atropos schrägstrich Morta ist die Unabwendbare, als Zerstörerin war es ihre Aufgabe, den Lebensfaden zu zerschneiden, der von ihren Schwestern Pluto gesponnen und von Lachesis bemessen worden war. Sie wählte die Art und Weise des Todes eines Menschen. Sie tragen weiße Gewänder und singen in Harmonie mit den Sirenen. Dabei singt Atropos von jenen Dingen, die sein werden von der Zukunft, Aitra ist Gott des oberen Himmels, der als Sitz des Lichts und der Götter gedacht wurde.
Ihm gehört die Seele der Welt und die Elemente des Lebens. Die Insel Borysthenes Beresan im Schwarzen Meer wurde auch Hagios Altherios, Heiliger Altherios genannt. Hemera ist die Göttin des Tages, sie steigt jeden Morgen aus der Unterwelt, dem Hades, herauf, wo sie ein Gemach hat, das dann von der Nacht, die die Oberwelt auf der anderen Seite verlässt, bezogen wird. Die Kinder der Eris sind Pronos, Dämon der Mühsal, Drangsal und Leid, der Dämon, der die Zwangsbemühung, die schwere Arbeit, Arbeitsleid und die Ermüdung verkörpert, Lethe, Dämon der Vergessenheit, Limos, Dämon des Hunger, Algea, Dämon des Schmerz, Hysminae, Dämon der Schlacht, Makarai, Dämon der Kämpfe, Phonoi, Dämon des Mord, Androktasiarai, Dämon des Gemetzel, Nikea, Dämon des Hader, Pseudea, Dämon der Lüge, Amphilogiae, Dämon des Wortstreit, Dysnomia, Dämon der Gesetzlosigkeit, Ate, Dämon der Verblendung und Horkus, Dämon der Eide. Die Tochter von Altha und Hemera ist Thalassa, ist die Göttin des inneren Mittelmeer, der Unterschied zu Pontus, der Hohen See, und Okeanos, dem äußeren Ozean. Nach der Vereinigung mit Pontus gebar sie alles Leben in den Meeren und wird dadurch zur Mutter der Fische.